Nächster Redner ist Rupert Doppler, er ist bei keiner Fraktion. Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren, Abschaffung des Selbstbehaltes für Kinder und Jugendliche bei einem stationären Krankenhausaufenthalt. Und liebe Freunde, ihr könnt es mir glauben, ich bin selbst Betriebsrat in einem Krankenhaus und weiß, wie schwierig es oft für Mütter, für Väter, für die Kinder in das Krankenhaus geben müssen und die Kinder dort bleiben müssen. Das ist nicht nur eine finanzielle Belastung, meine sehr geehrten Damen und Herren, sondern auch eine psychische Belastung. Ich glaube, solche Anträge haben wir schon zu Genüge diskutiert und ich weiß auch die unterschiedlichen Kompetenzen, aber ich glaube, es wäre wichtig, dass diese Selbstbehalte abgeschafft werden. Denn ich glaube, vor allem für junge Familien ist das eine Belastung und diese Belastung sollten sie nicht haben, wenn sie schon die Belastung haben, dass das Kind im Krankenhaus bleiben muss. Und ich glaube, es war wichtig, dass wir diese finanzielle Belastung beseitigen. Dankeschön. Rupert Doppler spricht sich auch für die Abschaffung des Spitalselbstbehaltes für Kinder aus.